Unsere Welt befindet sich in einem rasanten Wandel. Wie sollte sich die Europäische Union entwickeln, um den Herausforderungen dieses Wandels zu begegnen? Wie kann man ihre Demokratie zukunftssicher gestalten? Wie soll die Wirtschaft der Zukunft aussehen? Wie unsere Umwelt? Unsere Gesundheit? Eure Meinungen dazu sollen gehört werden und sind uns wichtig. Das Europäische Parlament hat gemeinsam mit dem Rat, der Kommission und den Mitgliedstaaten die Voraussetzungen für eine Konferenz zur Zukunft Europas geschaffen. Die Konferenz selber, das werdet ihr sein, die Bürgerinnen und Bürger Europas. Hier könnt ihr eure Meinungen und Interessen vertreten, von der lokalen Ebene vor Ort bis zur europäischen Perspektive. Eure Meinung ist gefragt. Die Konferenz, deren Kernstück eine digitale Plattform ist, soll allen Bürgerinnen und Bürgern Europas die Möglichkeit bieten, sich zu beteiligen, ihre Ideen in Bürgerversammlungen zu präsentieren, Gedanken auszutauschen und zu diskutieren. Jeder ist aufgefordert, mitzumachen. Und besonders junge Menschen sind aufgerufen, sich einzubringen, denn es geht um ihre Zukunft. Geleitet wird die Konferenz vom Präsidenten des Europäischen Parlaments, der Präsidentin der Kommission und dem Präsidenten des Europäischen Rates. Wenn die Konferenz im Frühjahr 2022 ihren Abschlussreport vorlegt, wird das Parlament die Ergebnisse nutzen, um eine Europäische Union auf den Weg zu bringen, die ihre Arbeit an den Wünschen und Bedürfnissen ihrer Bürgerinnen und Bürger ausrichtet. Also macht mit, wir zeigen euch, wie einfach es geht. Das zentrale Element der Konferenz ist die digitale Plattform mit der URL futureeu.europa.eu. Die Startseite beinhaltet einen Menüpunkt, der zur Seite über die Konferenz führt. Die drei wichtigsten Aktionen und die 10 Hauptthemen von Klimawandel und Umwelt über Bildung, Kultur, Jugend und Sport bis hin zu weitere Ideen. Es gibt 3 Wege teilzunehmen. Jeder, Bürger, Organisation, Behörden, kann auf die Plattform gehen, Informationen über die Konferenz, ihre Themen und den Zeitplan lesen. Du kannst auf einer Karte nach Veranstaltungen suchen und an einer Veranstaltung teilnehmen. Oder die Ideen und Kommentare anderer Leute ansehen. Hierfür musst du dich nicht registrieren oder anmelden. Natürlich kannst du auch aktiv teilnehmen. Eine Registrierung oder Anmeldung ist notwendig, um entweder eigene Ideen zu veröffentlichen, Ideen anderer Personen zu unterstützen und zu kommentieren oder eine Veranstaltung zu organisieren und über Ideen von der Veranstaltung zu berichten. Die Plattform ist auf Mehrsprachigkeit angelegt. Im Kopf der Webseite kann man jederzeit die Sprache wechseln. Wie meldest du dich an? Auf der Startseite befindet sich oben unter den Menüpunkten der Punkt Anmelden. Du klickst den an, dann erscheint ein Fenster und in diesem Fenster steht Create an Account. Gehe auf Create an Account und folge den Anweisungen zur Registrierung. Für spätere Anmeldungen sind dann nur noch die E-Mail und das Passwort erforderlich. Du kannst dich natürlich auch mit deinem Google-, Twitter- oder Facebook-Konto anmelden und mit dem Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion. Wenn du an einer Veranstaltung teilnehmen willst, kannst du eine Karte mit allen Veranstaltungen durchsuchen und sehen, welche Veranstaltungen es in deiner Nähe gibt. Veranstaltungen erscheinen in unterschiedlichen Farben, wenn sie von den EU-Institutionen, Mitgliedstaaten, von anderen Organisationen oder Bürgern ausgerichtet werden. Wenn du eine Idee teilen möchtest, wählst du zunächst das passende Thema aus. Auf der ersten Themenseite gibt es immer eine kurze Beschreibung, Links zu EU-Webseiten, verwandten Dokumenten, kommenden Veranstaltungen, Ideen und Statistiken. Auf der Ideenseite siehst du, dass es bereits Ideen gibt, die entweder von den verschiedenen Veranstaltungen kommen oder direkt von Bürgern gepostet wurden.
Wie kannst du deine Idee veröffentlichen? Schritt 1. Neue Idee anklicken. Schritt 2. Die Idee schreiben, die Überschrift mit 150 Zeichen und den Text mit maximal 1500 Zeichen. Schritt 3. Deine Idee wird vom System auf Ähnlichkeiten mit anderen Ideen geprüft. Du kannst fortfahren und oder dich bei ähnlichen Ideen engagieren. Schritt 4. Du vervollständigst deine Idee mit einer Kategorie und Anhängen. Schritt 5. Du veröffentlichst deine Idee, die auf der Plattform erscheint. Du kannst sie während 30 Minuten ändern. Du kannst sie auch später noch zurückziehen. Wenn du dich entscheidest, dein Konto später zu löschen, bleibt deine Idee auf der Plattform sichtbar, wobei dein Name durch ein Label ersetzt wird, das erklärt, dass du kein Benutzer mehr bist. Du kannst auch Ideen unterstützen oder kommentieren. So kann jeder sehr einfach mit der Plattform interagieren. Jeder Besucher der Plattform kann eine Idee, einen Kommentar, eine Veranstaltung oder ein Benutzerprofil als unangemessen melden, indem er auf die kleine Flagge klickt, die über allen Inhalten erscheint. Die Meldung wird an das Moderationsteam gesendet, das in Zusammenarbeit mit dem Konferenzsekretariat entscheidet, ob der Inhalt ausgeblendet wird. Grundsätzlich wird das Moderationsteam über jeden neuen Inhalt, der auf der Plattform veröffentlicht wird, benachrichtigt und kann gegebenenfalls sehr schnell reagieren. Und jetzt verschaffe dir Gehör. Die Zukunft liegt in deinen Händen.